Sie? Hier? Brauchen Sie etwas? Sie sollten nach draußen gehen. Sie sehen blass aus. Nein. Es gibt keinen Ort auf dieser Welt, wo ich mich vor meinen Erinnerungen verstecken kann. Außer hier. Hier kann ich alleine sein. Mit nichts wurde ich geboren. Und jetzt am Ende meines Lebens habe ich auch nichts. Nur die Erinnerung an meinen Sohn. An meinen lieben Sohn. Danke. Danke für alles. Meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu dieser doch etwas besonderen Auktion. Wie Sie alle wissen, ist unser guter Freund, bekannter Baron Fitzgerald verstorben und möchte über eine Auktion seine Hinterlassenschaft veräußern. Wie das Testament es vorsieht, beginnen wir die Auktion mit folgendem Gegenstand. Herr Baron Fitzgerald hat festgehalten, dass als erstes das Bild seines Sohnes versteigert werden soll. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie darauf hinweisen, dass der Sohn von Herrn Baron Fitzgerald in jungen Jahren beim Klettern auf der Burgmauer verstorben ist. Ich möchte kein Gebot abgeben. Zwei Euro wurden geboten. Wer bietet mehr? Dann wird das Bild des Sohnes von Baron Fitzgerald versteigert zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Wir möchten entsprechend des Testamentes mit der Auktion fortfahren. Der Baron Fitzgerald hat festgehalten, dass die Person, die das Bild seines Sohnes ersteigert, auch den gesamten Besitz bekommen soll. So wie es das Testament vorsieht, geht dadurch der gesamte Besitz an den Diener von Baron Fitzgerald, da er sich dafür entschieden hat, das Bild seines Sohnes zu ersteigern. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen danken für Ihr Kommen und erkläre die Auktion hiermit für beendet.